Ich stelle in diesem Video 7 verschiedene Aufgänge in den Feet-Up-Trainer bzw. Handstand-Hocker vor. Wir starten mit dem Allereinfachsten und hangeln uns dann nach und nach in die schwierigeren voran. Aufgang Nummer 1 über die Crow Pose. Du platzierst natürlich zuerst mal deine Schultern wie gewohnt in den Polstern, deine Hände hier auf dem Rahmen und dann kannst du erstmal ein Bein nach dem anderen auf deinen Armen ablegen, bevor du dann in die Balanceposition kommst. Aufgang Nummer 2, der Tuck-Aufgang. Hierbei platzierst du natürlich wieder deine Schultern und Hände in die gewohnte Position und kommst dann direkt in die Tuck-Balance. Von hier aus kannst du dann natürlich wieder weiter in andere Shapes shiften. Aufgang Nummer 3, der Kick-Up. Hierbei nimmst du die Beine quasi über eine L- oder Spagatposition in die Balance und kannst dann wieder in eine beliebige Shape wechseln. Aufgang Nummer 4, der Straddle-Up. Hierbei kommst du über eine Straddle- bzw. Grätsch-Position in die Feet-Up-Balance. Das kannst du natürlich mit einem kleinen Sprung machen oder auch aus Kraft drücken. Aufgang Nummer 5, Puppy Press. Beim Puppy Press ziehst du ein gebeugtes Bein über die Seite nach oben, bis du das Gewicht in deine Schultern und Hände verlagern kannst und der andere Fuß sich vom Boden löst. Aufgang Nummer 6, Pike Press. Hierbei wieder Schultern wie gewohnt platzieren. Die Füße ziehst du dann gestreckt über eine Bückposition nach oben bis in die Balance. Und zum allerletzten Aufgang, der ist ein wenig tricky. Der Stalder Press. Hierbei startest du in einem Grätsch L-Sit Hold und verlagerst dann dein Gewicht nach vorne, sodass du mit dem Kopf in die gewohnte Position kippen kannst und dann über die Grätsche nach oben in die Balance ziehen kannst. Was ist dein Lieblingsaufgang? An welchem möchtest du vielleicht gern arbeiten? Schreib es mir gerne in die Kommentare, vielleicht mache ich noch ein spezifisches Tutorial dazu. Viel Spaß beim Üben!